Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dieses Jahr ist anders. 2020 ist anders. Für Sie in Ihrem Alltag, aber auch für uns und auch für einen Stadtteil, der immer ein klein wenig im Schatten von Lobeda steht, nämlich von dem wunderbaren Stadtteil Winsala. Winsala feiert Geburtstag und wir wollten alle dabei sein. Corona kam dazwischen und wir haben immer nach Möglichkeiten gesucht, wie wir trotzdem dieses Jahr angemessen begehen können. Ein Ergebnis ist das Buch, was wir Ihnen gerne persönlich vorgestellt hätten. Jetzt treffen wir uns hier im Foyer von Jena Wohnen, weil wir die Möglichkeiten haben, dass wir auf diese Art und Weise mit Ihnen ins Gespräch kommen und auf diese Art und Weise Ihnen das Buch vorstellen können. Nun kann man ein Buch natürlich lesen. Man kann es wieder weglegen, man kann weiterlesen, man kann sich auch die Bilder anschauen, man kann das Buch auch verschenken, man kann sich über das Buch unterhalten und das wollen wir heute tun, aber eben nicht nur über das Buch 50 Jahre Winsala zu beiden Seiten der Wasserachse, sondern wir wollen einige Personen, die in dem Buch vorkommen, einige Personen, die in Winsala maßgeblich zur Qualität beigetragen haben, aber auch Geschichten erzählen können, die wollen wir gerne zu Wort kommen lassen. Die haben wir eingeladen und Sie werden an der einen oder anderen Stelle im Hintergrund eine blaue Wand sehen. Die steht von gestern hier. Gestern hatten wir das Vergnügen, muss man sagen, von hier mit der Bundeskanzlerin zu sprechen. Der Oberbürgermeister Stadt Jena hatte die Chance genutzt, die Stadt Jena beim Digitalgipfel der Bundesregierung vorzustellen mit einem Projekt, das an einer anderen Stelle in Lobeda verwirklicht wird, nämlich in der Ziegesaarstraße. Wir haben uns gedacht, wir nutzen die Gelegenheit, sitzen hier sozusagen unter Corona-gerechten Bedingungen miteinander zusammen und stellen Ihnen Themen vor, die dieses Jahr in Winsala eine Rolle gespielt hätten, aber auch in dem Buch vorkommen. Und ich begrüße sehr herzlich in dieser Runde, ich fange sozusagen auf meiner Seite, auf dieser Seite an, den Ortsteilbürgermeister Friedhelm Gebhardt, den Ortsteilbürgermeister von Winsala. Herzlich willkommen. Wir haben Andreas Mehlig als Vertreter des Stadtteilbüros Winsala. Wir haben Frau Dr. Fleischhauer, die Winsala auch sehr gut kennt. Auch viele Menschen, die in Winsala wohnen, weil sie bei Ihnen in der Praxis gewesen sind und sich haben behandeln lassen. Wir gehen auf die andere Seite. Doris Weiland, die das Buch redaktionell betreut hat und alle Fäden in der Hand gehalten hat, die Texte gegengelesen hat, die Bilderauswahl betreut hat. Und vielen Dank an dieser Stelle schon mal dafür. Und wir geben weiter an Tobias Wolfram, den Geschäftsführer von Jena Wohnen. Jena Wohnen hat gemeinsam mit dem Stadtteilbüro dieses Buch auf den Weg gebracht und möglich gemacht. Und deswegen stellen wir es heute auch so vor. Last but not least, einer der ersten Mieter, der in Winsala ein neues Zuhause bekommen hat, Herr Ihle, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Wir reden heute hier über die Großwohnsiedlung Winsala. Die feiert 50-jähriges Jubiläum. Da war viel geplant, gemeinsam auch mit dem Stadtteilbüro und vielen weiteren Partnern. Gut, ich denke, wir beide, Andreas Mehlig und ich, ergänzen uns an dieser Stelle auch einmal. Vielleicht mal so einen kleinen Vorspann an der Sache. Wir haben ja, als wir wahrgenommen haben, Winsala hat ja Jubiläum. Nicht nur eins, sondern in 5 Jahren das nächste, den 750. Ne? Uns mal gemeinsam ausgetauscht. Wie gestalten wir denn eigentlich 50 Jahre Neubaugebiet? Dann haben wir uns hingesetzt und haben uns Gedanken gemeinsam an der Stelle auch gemacht. Ja, was sollte denn eigentlich in diesem Jahr denn eigentlich ganz konkret passieren? Und da kamen viele, viele Gedanken, ne, auf beiden Seiten zustande. Bilder zu sammeln, irgendwo auch Personen zu befragen, mal zu schauen, auch zu recherchieren, wo war denn der erste Wohnblock in Winsala, sodass man sich da Gedanken gemacht hat, wie soll es denn eigentlich dann zu diesem Jahr oder in diesem Jahr denn eigentlich aussehen? Ich würde vielleicht mal Andreas Mehlig sagen, weil er hat, war der Haupt, eine der Hauptakteuren dabei, die das Ganze dann gemacht haben dann auch. Und ich war im Prinzip als Ortsteilbürgermeister immer nur der Teil, der an der einen oder anderen Stelle auch, ich sag mal, ruhig aktiv unterstützt hat, denke genau. ich. Vielen Dank, Friedhelm Gebhardt. Andreas Mehlig, Stadtteilbüro, da gab es ja viele Pläne, hat sich jahrelang darauf vorbereitet. Ja, und dann kam Corona, da mussten viele Sachen abgesagt werden und einige kann man bestimmt auch verschieben. Ja,
Also was wir nochmal vorhatten, wir hatten eine Veranstaltungsreihe vor in Form von Erzählcafés. Erzählcafés heißt, dass Menschen aus ihrem Leben berichten, also biografisch, aus ihrem Berufsalltag. Also, und wir wollten innerhalb dieser Erzählcafés wollten wir verschiedene Sichtweisen, Perspektiven auf Winterla beleuchten. Und da hatten wir eben uns überlegt, jetzt aus Sicht der Bewohner Winterla darzustellen, dann aus Sicht der Bauleute. Hatte ich Kontakt zu zwei Bauleitern, die Winterla mit aufgebaut haben, eben aus deren Sicht. Ja, dann ganz spannende Zeit, die Wendezeit eben, der Umbruch, die Orientierungslosigkeit. Und da hatten sich bereit erklärt René Ehrenberg und Reinhard Schwabe, also arbeiten im Jugendamt, damals Streetworker und auch vor Ort Experten, ja, die diese die ganze Zeit erlebt haben. Das wäre ein Erzählcafé gewesen. Und dann gibt es Baldur Haase, der jetzt im Filmclub Jena dort verortet ist und hat zur Wende eben hat sich seine Kamera gekauft und hat da viele Momentaufnahmen gemacht und hatte da einen Film zusammengestellt und deine Sequenzen zusammengestellt und die sollten auch präsentiert werden. Und dann war noch als Abschluss die elektrische Straßenbahnanbindung nach Winterla. Da gibt es auch einen Experten, Konrad Spath, der dann dazu was erzählt hatte. Ja, und dann Tag der Städtebauförderung, das als Highlight, das gibt es jedes Jahr. Im Fokus stand, hätte gestanden jetzt dieses Jahr eben Winterla, 50 Jahre. Da wären auch noch mal Interviews hätten stattgefunden und auch ein Stadtteilrundgang. Ja, das konnte eigentlich nicht verschoben werden. Ein Quiz hat man noch vor und ein Spiel jetzt, was da aufgebaut hätte auf die ganzen Veranstaltungsreihen. Vielleicht kann ich noch sagen, was stattgefunden hat. Ja, gerne. Ja, das wollte ich. Also wir haben gestartet und das ging kurz vor dem Lockdown mit dem ersten Erzählcafé. Das war im März und da haben wir uns sogar noch die Hand gegeben. Persönlich war ich in der Begegnungsstätte von der WGK Zeiss. Ja. Der Raum war gefüllt, über 30 Teilnehmer und da haben drei Erstbezügler aus der Hans-Eisler-Straße, beziehungsweise zwei Parteien haben da berichtet, eben Erstbezug. Das war ein richtig gelungener für uns Auftakt. Jetzt kam er auch im Austausch und viele haben sich auch wieder getroffen, die dann ihren Chef dort gesehen haben, der erzählt hat. Ja, und wurden eben auch viele Geschichten erzählt. Ja, und dann vier Tage später Corona und Unsicherheit und ja. Und dann noch zwei Sachen. Wasserachse. Es gab noch mal zwei Aufwertungen der Wasserachse, so als zentrales Element der Städtebau, städtebauliche Komponente jetzt für Winterla. Ist noch mal mit Kunst aufgewertet worden, einmal mit Keramik in Zusammenarbeit mit der Galileo-Schule. Und dann wurde noch mal eine Art Relief angebracht gegenüber der Schiller-Schule. Auch in Kooperation mit den Schülern der Schule. Ja, also das sind die zwei Sachen. Genau. Und natürlich dann, was wir heute haben, die Buchpräsentation. Zu der ist es gekommen. Ja. Genau. Schön, dass Sie es möglich machen konnten, heute dabei zu sein. Wir gehen später noch mal darauf ein, was dann nächstes Jahr gerettet werden kann, von dem, was dieses Jahr geplant war. Tobias Wolfram als Geschäftsführer von Jena Wohnen. Wir bieten ja Wohnungen an und unser Motto lautet natürlich auch mehr als vier Wände. Warum war ist Jena Wohnen so wichtig, dass wir uns bei dem Buchprojekt einbringen? Ja, also wenn man das Buch durchschaut, findet man eine Menge Geschichten und eine Menge Geschichte von dem Stadtteil. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass diese Geschichten erzählt werden und dass sie auch erhalten bleiben, weil das Identität stiftet und weil sich die Menschen darauf beziehen können. Ich fand es so interessant, die Geschichte über die Arbeiterwohnunterkunft. Das ist ja jetzt ein Hotel und das kommt woanders her und das sieht man heute nicht und das erlebt man ja auch nicht mehr und wenn man diese Geschichten in diesem Buch nicht liest, dann weiß man eigentlich gar nicht, wo dieses Gebäude herkommt und was da stattgefunden hat. Insofern geht es uns in erster Linie um die Menschen, die in dem Stadtteil wohnen, die in dem Stadtteil gewohnt haben, die ihre Geschichten erzählen und die auch jetzt wohnen und vielleicht auch die, die kommen, denn es kommen auch neue Menschen in den Stadtteil, die mit so einem Buch dann auch anknüpfen können, vielleicht an Geschichten und sich damit auch mit dem Stadtteil mehr identifizieren können. Und daran ist uns gelegen, dass die Menschen sich mit ihrer Wohnung, mit ihrem Quartier, mit ihrem Stadtteil identifizieren und sich dann vielleicht auch einbringen, aktiv
in die Teilhabe des Stadtteils, was dann auch zur Gemeinschaft führt. Wir haben ja gute Erfahrungen gemacht vor einigen Jahren mit einem Buch aus ähnlichem Anlass heraus, 50 Jahre Jena Neu-Lobeda. Wir wissen, dass das sehr viele Leser gefunden hat und dass es auch heute noch sehr gern zur Hand genommen wird, auch verschenkt wird. Zum Beispiel vom Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt, der sich immer freut, dass er den Gästen die Geschichte von Neu-Lobeda so in die Hand geben kann. Ja. Ich habe natürlich große Hoffnung, dass der Ortsteilbürgermeister von Winzerlaa dann auch das Buch sozusagen mitnehmen wird. Ja. Also vielleicht jetzt schon mal das, was Herr Wolfram angedeutet hat, finde ich erstmal positiv. Ich habe mir das Buch angeschaut. An einigen Stellen war ich selber für mich überrascht, obwohl ich nun schon seit 1972 in Winzerlaa wohne. Ne? Und trotzdem das eine oder andere an Erlebnissen hier drin dann wiedergefunden habe. Und einiges, was ich selber auch gar nicht kannte. Das war schon mal sehr hochinteressant für mich. Und ich will nur kurz dazu sagen, also Nachfragen zu diesem Buch gibt es schon. Also ich habe sehr viele Nachfragen. Ich werde mich dann an das Stadtteilbüro wenden mit der Bitte und dann wird es auch entsprechend verteilt, gerade in diesem älteren Teil, der ganz am Anfang, in den Anfang der 70er Jahre entstanden ist, da gibt es schon wirklich die Nachfrage, wir möchten gerne das Buch haben, wir möchten lesen. Mhm. Das finde ich ganz toll und die werden es auch sehen, die Bürger und Bürgerinnen, das ist super gelungen. Wenn Sie sich jetzt fragen, ja, ich hätte auch gerne Interesse an dem Buch, wie komme ich denn an so ein Exemplar? Es ist zu bekommen im Stadtteilbüro Winzerlaa, es ist zu bekommen in den Servicecentern von Jena Wohn und es ist auch im Buchhandel zu erwerben. Bei uns in den Servicecentern von Jena Wohn und im Stadtteilbüro bitten wir um eine Spende. Im Buchhandel ist es zu einem regulären Preis zu bekommen. Es gibt Kapitel in dem Buch, die haben, Friedhelm Gebhardt hat es gerade angesprochen, mich selber auch überrascht, denn Winzerlaa sollte ursprünglich eventuell doch mal anders aussehen. Es war anders geplant, es war anders angelegt. Und es ist sehr interessant zu sehen, einerseits, wie sah die Gründung, die Idee von diesem neuen Winzerlaa aus, von dieser Großwohnsiedlung, und wie ist es denn entwickelt worden? Und wenn man heute vergleicht, was war damals geplant und was ist dann entstanden, dann ist das eine wunderbare Frage an Doris Weiland, die sich mit diesem Thema gemeinsam mit ihrem Mann Klaus Rasche intensiv auseinandergesetzt hat. Und genau das findet man auch in dem Buch wieder. Einerseits die Gründungsurkunde, die ich gerade eingeblendet habe. Andererseits aber auch wirklich tolle Bilder von Modellen, die Winzerlaa vorweggenommen haben. Also ist eine Beschlussvorlage an Stadtrat, wo damals moniert worden ist, was alles noch fehlt. Ne? Was alles in Winzerlaa nach 15 Jahren Bautätigkeit noch nachgebessert werden muss. Diese Beschlussvorlage hier. Aber also ich schreibe ja ganz am Anfang, dass Lobeda immer sozusagen das Prestigeprojekt auch der DDR-Regierung war. Winzerlaa die kleine Schwester oder der kleine Bruder war und also immer im Schatten stand von dieser, von diesem großen Lobeda und von diesem für die ganze Entwicklung dieses Salzkombinates sehr wichtigen Stadtteils. Und damit sollte ja wirklich auch weit über Thüringen hinausgestrahlt werden. Das war also auch ein Projekt, wo die Regierung drauf geschaut hat. Und Winzerlaa stand im Schatten. Und da war es jetzt umso erstaunlicher, Pläne zu finden von Janosch Brenner. Das ist ein Stadtplaner, ein Professor von der TU Dresden gewesen, ein Ungar. Und der hat mit seinem Lehrstuhl einen Entwurf, der hatte also einen Entwurf fürs Stadtzentrum vorgelegt, war auch Preisträger, also da, wo jetzt der Turm steht. Da hatte er sozusagen auch einen, ich sag mal, sehr, sehr wegweisenden Entwurf vorgelegt. Und dadurch war er in Jena auch bekannt und wurde dann mit einer Studie für einen 30.000 Einwohner-Stadtteil, der hieß Ammerbach. Also es steht auch überall, es gab dazu auch ein, also nicht nur eine Planung, es gab dazu auch ein Modell, wo man das sehr genau sehen konnte. Und das Erstaunliche ist wirklich, dass da also städtebauliche Elemente dabei waren, die weit, weit, weit über diese kleine DDR auch hinausgewiesen hätten. Also es gab nicht nur eine Einschienenbahn, die war ja auch für Lobeda geplant, also von Nord bis Lobeda. Die Tallage hätte das sehr gut ermöglicht.
Also schon das Transportmittel war sozusagen sehr zukunftsweisend, aber dann sollten eben Terrassenhäuser zum Beispiel entstehen und das immer mit Blick auf diesen Johannesberg und das und rundherum natürlich eine sehr differenzierte Bebauung. Es ist dann, ich sag mal, man hat dann sehr viel weiter unten weitergemacht. Die Praxis war dann eine ganz andere. Also die ersten Wohnbauten, die nach Winsala gekommen sind, das waren erstmal so, ich sag mal, in Anführungszeichen Abfallprodukte von Lobeda. Fünfgeschosser, wo Ulbricht da mal gesagt hatte, also diese Bebauung gefällt ihm nicht. Da war das irgendwie überschüssig. Und dann hat man in Winsala auch sehr schnell, darüber schreibt Andreas Mehlich, sehr schnell Baufreiheit geschaffen und hat dann diese ersten Blocks gebaut. Und danach zog die Planung erst Stück für Stück nach, bis dahin, dass daraus dann immerhin 15.000 Bewohner wurden. Ja, also wir haben Bilder für Sie im Buch, die zeigen, wie die Anfänge aussahen. Es waren tatsächlich landwirtschaftliche Betriebe, die da am Wirken waren, die Felder abgeerntet haben. Sie merken, ich nehme immer wieder Bezug auf das Buch, weil ich Sie natürlich einladen möchte, sich ein Exemplar davon zu holen. Einer der allerersten Bewohner ist Herr Ihle, von dem ich weiß, dass er vorher in Radebeul gewohnt hat. Von Radebeul, denkt man, also ich kenne das ja nur als schönes Städtchen und als Heimat von Karl May. Und Sie sind dann nach Jena gekommen, nach Winsala gekommen und haben sozusagen möglicherweise sogar Ihre eigene Wohnung mitgebaut. Als Sie das erste Mal nach Winsala gekommen sind, wie sah es denn da aus? Ja, Winsala, also ich bin 68 nach Jena gekommen. Und zwar hat meine Firma, steht auch im Buch, Kraftwerksanlagenbau, Radebeul, das erste HKW gebaut. So. Kleiner Hinweis, HKW, Heizkraftwerk. Heizkraftwerk, ja, gut. Und gewohnt haben wir in Lobeda, angefangen das mit Block 17, 18, 19, 20, 21. Und da war die AWU war im Block 18. Das waren drei Eingänge. Da haben die Bauarbeiter, die von der ganzen DDR mitgebaut haben in Winsala, dort gewohnt. Und auch die das HKW mitgebaut haben. So. Und erst 1900, da bin ich immer hoch und runter gefahren. Also zwischen, sagen wir mal, Dresden, sage ich immer, ist die Vorstadt von Radebeul. Und da sind wir immer jedes Wochenende runtergefahren. So, und 1971 war dann der erste Block, wenn Sie sich noch entsinnen, die Eislerstraße ganz hinten, das war früher der Block 15. Das war der allererste Block, der gebaut wurde. So, und dann ging es weiter aus dem Ritzer Straße, die immer so terrassenförmig. Und da habe ich dann... Da wurde ja, es gab in Jena vier GANs, Generalauftragnehmer. So, und da waren wir einer davon. Und da gab es immer Kontingent Wohnungen, Autos, Kühlschränke von den Großbaustellen. So, und da habe meine Firma zwei Wohnungen gekriegt. So, und da habe ich eine und ein BMSR-Ingenieur. Wir haben in der Eislerstraße... Damals hieß die noch nicht so, das hieß nämlich Block 7, weil das auch ein bisschen so. Und da konnte ich mir noch die Wohnung aussuchen. So, und damals waren wir ja noch jung, bin ich ganz hoch gezogen in die letzte Etage, was ich heutzutage wirklich bereue. Ich habe eine Frau im Rollstuhl und... Jetzt kommt es noch dazu, wir sind 1991, 92 gefragt worden, ob wir einen Fahrstuhl wollen. Und da wir nur alle, waren alle Erstbezug, damals waren wir ja eigentlich noch ein bisschen rustiger. Ja. So, und haben wir gesagt, nee, wir wollen gehen. Was natürlich zur Attraktivität in Winsala beigetragen hat und wahrscheinlich auch der Wohnungswahl ist, dass man, wenn man relativ weit oben wohnt, einen wirklich sensationellen Blick über das Saaletal hat. So, und da darf ich jetzt nur eins sagen, jedes Mal, wenn ich Besuch kriege, die kommen oben bei mir an,
hängt die Zunge raus. Und dann sage ich, komm, erhol dich, guck mal zur Küche raus. Das ist in der Miete drinne, der Blick. So, und da ist Einschlagruhe. Das ist nur, also ich gehe nach wie vor jeden Früh runter und hole die Zeitung. Mir macht das nicht aus. Es sind ja nur 50 Jahre, die man... So, das ist das, was ich... Und wenn ich noch mal kurz sage, wie wir das vorgefunden haben, da waren noch keine befestigten Fußwege. Die Hauseingänge war alles nur, ist man durch also, den Mörder gegangen. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ganz viele in der DDR gemacht haben. Das Haus war fertig, aber die Außenanlagen haben zum Teil Jahre darauf gewartet, zumindest trockengelegt zu werden. Von der Grünflächengestaltung, die dann vielleicht noch später kam. Es gibt ja die berühmten Anekdoten, dass man mit Gummistiefeln zur Bus- oder Straßenbahnhaltestelle gegangen ist, hat die dann den ganzen Tag stehen lassen und abends hat man wieder die Schuhe gewechselt. Ich meine, die sind dann wenigstens stehen geblieben. Aber ich glaube, sehr viele waren auch wirklich froh, dass sie erstmal eine Wohnung hatten, wo warmes Wasser aus der Wand kam. Sehen Sie, den Ausdruck wollte ich noch sagen, da kam warmes Wasser aus der Wand. Ja. So, und es ist toll, also mir gefällt das heute noch so. Ist zwar mit meiner Frau jetzt anders, aber das war wie ein Fünfer im Lotto. Ja. Aber das ist ja genau eine Frage, die uns auch beschäftigt als Vermieter. Wie können wir die Wohnung so dauerhaft herrichten, dass sie auch dem demografischen Wandel gerecht werden? Das ist ein Thema, das können wir gerne später nochmal vertiefen. An meiner Seite ist jetzt Frau Dr. Fleischhauer, die sehr früh in Vinzala aktiv war? Vinzala wuchs und so wurde die Kreispoliklinik animiert, Ärzte in diesen neu gebauten Wohnteil zu schicken. Und ein Kollege, der Dr. Löscher und ich, wir haben das praktisch in der Facharztausbildungszeit, haben wir jeder einen Vormittag und einen Nachmittag die Bevölkerung in Vinzala versorgt, in der Bauarbeiterbaracke oder Bauarbeiterkantine in der Max-Steenbeck-Straße. Es war einer der ersten Blöcke, die im neuen Vinzala gestanden haben. Hatten wir ein Zimmer, eine Liege, einen Schreibtisch, ein Blutdruckmessgerät. Das war's. So sind wir gestartet. Aber es hat alles funktioniert. Und dadurch konnte ich mir in Vinzala einen Patientenstamm aufbauen, den ich, das kam mir dann zugute, 1990, 91 zur Praxisgründung. Die Praxis war dann als einer der letzten DDR-Bauten fürs Gesundheitswesen, auch in der Steenbeckstraße, in diesem Mittelganghaus nannte sich das. Da waren verschiedene Arztpraxen, Kinderarzt, Gynäkologe, zwei Allgemeinmediziner. Ja, und da habe ich die erste Praxis eröffnet. Das Bild ist aus dieser Praxis. Und 1994 bin ich dann mit Praxis und auch die anderen, die da unten mit tätig waren, ins neu gebaute Columbus Center umgezogen. Und also in dem Buch ist ja ein wunderbares Bild. Ich wollte gerade fragen, von welchem Jahr das ist. Sie haben es, wenn ich es gerade richtig wahrgenommen habe, beantwortet. Also es ist zur Eröffnung. Das ist am 1. April 1991. Ja. Das strahlt total gut Laune und Optimismus aus. Und ja, das war auch eine ganz spannende Zeit, also ja, eine ganz aktive Zeit. Wir mussten uns zwar viel Neues aneignen, Banken, Versicherungen, das ganze Bewertungssystem über die Kassenärztliche Vereinigung, das mussten wir alles neu lernen, aber es war eine richtig attraktive Zeit. Und das, die Praxis lief und läuft heute noch. Also es war schön. Hausbesuche bin ich gelaufen in Vinzala. Aus dem Grund, weil man mit dem Auto kaum einen Parkplatz gefunden hat. War das ein Unterschied? Hätten Sie zu DDR-Zeiten eher einen Parkplatz gefunden oder war das die Parkplatznot erst nach der Wende? Zu DDR-Zeiten war ein anderes System. Da kriegten wir einen Fahrer gestellt, der mit uns die jeweiligen Hausbesuche gefahren ist. Also das bin ich nicht mit dem eigenen Auto. Das kam dann nach der Wende. Ich habe das versucht, ich habe das am Anfang gemacht. Da war die Zeit, die ich einen Parkplatz gesucht habe,
das war viel zu aufwendig. Und außerdem, sich ein bisschen sportlich zu betätigen, das hat auch gut getan. Am Mittag dann 2 Stunden gelaufen ist. Und Winsala ist ja als Stadtteil auch so kompakt, dass man die Wege an sich gut gehen kann, wenn man nicht schwer tragen muss. Ja, ja. Das kann man, also wenn es dann im alten Winsala, da haben wir ja auch Patienten oder hat die versorgt die Praxis auch Patienten, dann bin ich mit dem Auto gefahren. Das konnte ich dann nicht laufen. Aber alles, was so um das Kolumbus, also dieser neue Stadtkern, das bin ich gelaufen. Das war. Vielen Dank. Andreas Mehlich, in dem Buch gibt es eine Story, die kannte ich vorher als Anekdote und als Gerücht, aber ich kannte sie nicht in dieser Tiefe recherchiert. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir das in dem Buch aufnehmen konnten. Wir haben das Buch ja genannt, zu beiden Seiten der Wasserachse. Und wenn man die Wasserachse als Wasser jetzt runterfließen würde, landet man unten im Brunnen. Und da steht eine Flößerplastik und zu der gibt es eine wunderbare Geschichte, die man im Buch nachlesen kann. Herr Mehlich, wenn Sie die in 5 Sätzen beschreiben müssten, wäre das möglich? 5 Sätze. Die lange Version kann man dann im Buch nachlesen. Ja, ich würde vielleicht das herausheben, was das Besondere an dieser Plastik war oder geworden ist. Und sie hat während der Fertigstellung hat sie an Symbolkraft gewonnen. Ja, weil der Künstler Detlef Reinemeier, der übrigens auch aus Radebeul kommt, hat dort von diesen 3 Figuren, die auf dem Floß stehen, 2 personifiziert. Und das waren seine Künstlerkollegen. Und unter anderem geht es um den Steuermann bzw. um den Flößer, der sich auf den Flößerstab stützt. Das ist Joachim Kuhlmann. Und Joachim Kuhlmann war ein bedeutender Künstler, auch in leitender Funktion, der sich auch einen Namen gemacht hat in Gera, im Kulturhaus in Gera. Da wurde ja eine Reliefwand aufgebaut und dort haben sich auch die ganzen Künstler, DDR-Künstler formiert. Und ja, und dann sind einige auch nach Jena gezogen und ja, unter anderem eben auch Kuhlmann und hinten ist Rainer Schuhmacher abgebildet als Fischer, der hinten auf dem Floß liegt, in der Mitte eine anonyme Weinbäuerin. Ja, und die Geschichte, ich bin schon über die 5 Sätzen hinaus, das Bedeutende war, dass Joachim Kuhlmann sozusagen das Handtuch geschmissen hat und hat 86 einen Ausreiseantrag gestellt und ist 87 in die Bundesrepublik Deutschland übergesiedelt. So, und da ist dann auch die Stasi dahinter gekommen, beziehungsweise die inoffiziellen Mitarbeiter, die natürlich überall unterwegs waren und denen ist das aufgefallen. Und über Tipps dann wurde da Joachim Kuhlmann identifiziert und dann wurde sofort gehandelt, weil die Staatssicherheit hatte Angst, dass es zu einer Wallfahrtsstätte kommt für Ausreisewillige. Ja, und da wurde dann, und das ist das Wahnsinnige, wurde es in einer Nacht- und Nebelaktion, das war vom 22. zum 23. Oktober 1988, abtransportiert. Und das Kuriose ist, dass keiner was gesehen hat. Also weder Bewohner noch die Bauarbeiter, die im Schichtsystem da gearbeitet haben. Es will keiner was gehört, gesehen haben. Und ich habe auch die Stasi-Akten alle angefordert. Also ich habe 191 Seiten Stasi-Akten gibt es über die Plastik. Es ist noch lange nicht alles erzählt. Ich muss es ein bisschen eindampfen. Ja, und die Frau, die das zugearbeitet hat, die fand es auch schade. Es gibt keine Fotodokumentation. Also es ist jetzt nicht mehr nachvollziehbar, wie die das geschafft haben. stillschweigend hier die 1,5 Tonnen, wie viel das jetzt wiegt, einfach abzutransportieren. Und die Sorge der Staatssicherheit war ja nicht ganz unbegründet, weil zu der Zeit sich im Zentrum von Jenas der sogenannte, ich glaube, der hieß er, Weiße Ring getroffen hat, die regelmäßig mit weißen T-Shirts und weißer Kleidung darauf aufmerksam gemacht haben, sie wollen Veränderung und sie würden gerne ausreisen. Und die Angst des Staates vor dem eigenen Bürger, die war schon spürbar. Ja. Die war schon spürbar und deswegen ist die Überreaktion meines Erachtens, eine Überreaktion mit der Plastik so einzuordnen. Also heute würde man sich fragen, hey, was haben die sich dabei gedacht? Aber die Situation damals war eine ganz andere. Ja.
Und wie die Geschichte weitergeht und warum der Flößer eine Tasche trägt, auf der unter anderem New York und Paris steht und wie das System der DDR bedroht hat, das kann man dann im Buch nachlesen. Genau. Ja, es sind also noch ein paar Symbole jetzt da enthalten, ja. Jetzt, auf was der Künstler eigentlich hinweisen wollte, weil das Kuhlmann dann ausgereist ist, hat sich ja über 10 Jahre hingezogen, ja. von der Idee bis zur Umsetzung. Und dann, wie gesagt, ist das mit Kuhlmann passiert und hat eine ganz andere Wertigkeit bekommen, die Plastik dann auch. Doris Weiland, wir haben das Buch genannt Zu beiden Seiten der Wasserachse, weil die Wasserachse, die am Anfang eher so einen Dornröschenschlaf gehalten hat, eine wesentliche Bedeutung für Winzerla hat. Welche ist das denn? Also die Wasserachse ist quasi, und das ist, denke ich mal, einmalig bei Neubauvierteln in der DDR, ist die Lebensader von Winzerla. Also so würde ich es bezeichnen, schon durch das Wasser. Aber es ist wirklich so, dass so ein 600 Meter langer Grünstreifen und Erholungsstreifen, rechts und links eigentlich Geschäfte, die nicht immer belebt sind, aber das ist eigentlich nicht das Wesentliche. Es gibt dort Spiel- und Aufenthaltsmöglichkeiten. Es ist eigentlich so ein Bereich, wo man ganz geschützt im Zentrum des Stadtteils flanieren kann. Man kann dort spielen, Leute treffen, alles Mögliche machen. Und es ist auch so für die Eiligen, ne, das sind Treppenanlagen, da kann man auch ganz schnell durchgehen. Das Interessante ist, dass diese Planung genau von dieser Achse aus DDR-Zeiten stammt, in den 80er Jahren sozusagen Gestalt gewonnen hat. Wir haben hier im Buch auch den ursprünglichen Plan von der Architektin, die damit für große Aufmerksamkeit gesorgt hat. Es war also wirklich DDR-weit eine Ausnahme-Grünplanung, wo es kein Vergleichsbeispiel gibt. Wenn ich es richtig weiß, ist es möglicherweise auch eine Idee gewesen, weil da eine Quelle entsprang. Ja, im oberen Teil, ganz oben, direkt in dieser Hügellandschaft, in dieser Terrassenlandschaft, gab es eine Quelle. Ich muss sagen, gab. Ne? Die ist dann versiegt, während der Planung, sicher durch die Baumaßnahmen. Aber es gab eigentlich eine sprudelnde Quelle. Und die Idee war, dieses Wasser so als Verbindung von der Natur in das Bebaute durchzuführen, ne? Und anhand und da überall so Oasen zu schaffen, wo sich die Leute wohlfühlen können, ganz unten dann eben diesen Flößerbrunnen zu platzieren. Und die Quelle ist versiegt, man hat das jetzt künstlich so einen Wasserkreislauf geschaffen. Also Fahrt aufgenommen hat das Ganze ja wieder um 2000, da gab es einen Wettbewerb und dann haben abschnittsweise verschiedene Landschaftsarchitektin, darunter Rose Grün, die haben also abschnittsweise sich diese Achse vorgenommen. Es sind sehr viele Künstler beteiligt gewesen aus Thüringen und darüber hinaus. Also hier zum Beispiel sehen wir jetzt ein Bild mit diesem wunderbaren Baumsaal. Das sind hier blühende Zieräpfel und dazwischen liegt die Sibylle, eine Plastik von Anne-Kathrin Altwein. Das ist der obere Beginn, ist sozusagen der Quellstein, da beginnt's, ne, da sprudelt das Leben, was dann in den Stadtteil getragen wird. Das ist eigentlich so die Idee. Also was wir auf dem Bild jetzt auch gut sehen, es korrespondiert fast mit dem Penningental auf der gegenüberliegenden Seite. Da gibt es ja auch einen Bachlauf. Ja. Ja, also das ist, glaube ich, eine wichtige Bereicherung für den Stadtteil, ein Treffpunkt. Und wenn man im Sommer da ist, sieht man auch ganz viele Kinder planschen und das ist ja immer eine tolle Sache. Und hier sieht man auch, was das für eine wunderbare Aussicht ist. Das ist eigentlich das, was Winzerla eigentlich über all die Zeiten ausgemacht hat und prinzipiell auch von Lobeda zum Beispiel unterscheidet, diese terrassenförmige Anlage mit diesen starken Blickbeziehungen in die Natur und zwar wirklich von überall. Und ich glaube, das hat auch sehr dafür gesorgt, dass Winzerla so stabil geblieben ist nach der Wende, was die Einwohnerzahl betraf. Die Frage geht mal gleich mal weiter an den Ortsteilbürgermeister Friedhelm Gebhardt. Die Wasserachse, welche Rolle spielt die aus Ihrer Sicht für Winzerla? Also ich denke, Frau Weiland hat es ja schon mal sehr stark angedeutet. Es ist so ein Zentrum für Winzerla. Es gibt ist eine hohe Aufenthaltsqualität, aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Und perspektivisch, denke ich, muss das eine oder andere immer noch mal so ein bisschen neu entwickelt werden. Es waren ja früher mal relativ viele Geschäfte auch an der Wasserachse, die dann verschwunden sind, weil war mal eine Drogerie da, viel zu klein. Heute wollen Drogerien Riesenfläche haben. Also das würde da gar nicht mehr Platz haben an der Stelle, sodass dann vieles andere entstanden ist, ne?
Aber ich denke, für die Zukunft wäre es schon, da muss man noch mal gemeinsam schauen, in der Vision, die man dann später auch mal haben sollte, noch das eine oder andere an der Stelle auch noch mal zu entwickeln. Ja. Weil ich denke, gerade an der Wasserachse, es gab schon Ideen zu sagen, wir machen an der Wasserachse noch mal einen Café aus, wo man draußen sitzen kann. Ja? Und da wirklich auch mal sich gemütlich treffen kann. Absolut. Das sind so Ideen, die kommen sollen, ja, weil das ist wirklich der Zentrumsteil, der Winzerla wirklich auch von der Architektur ein ganzes Stück nach unten ausmacht. Also ich merke, der Ortsteilbürgermeister und bestimmt auch der Ortsteilrat haben so die Bedürfnisse der Wasserachse und von Winzerla im Blick. Es gab vor 5 Jahren plötzlich ganz andere Bedürfnisse. Das Buch handelt von 50 Jahren, Winzerla als Großwohnsiedlung. Vor 5 Jahren gab es allerdings die Situation, dass innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen zu uns kamen, auch nach Winzerla, die Hilfe und Unterstützung brauchten und die vor allen Dingen ein sicheres Dach über dem Kopf brauchten. Ja. Das war eine Ausnahmesituation. Ich glaube, da haben wir alle unser Bestes gegeben. Es gibt dann auch ein Bild im Buch, wie Winzerla dort versucht hat zu helfen. Und eine Rolle hat natürlich Friedhelm Geppert als Ortsteilbürgermeister gespielt, aber auch gemeinsam mit der Bonhoeffer Kirchgemeinde vor Ort. Also ein kleiner Hinweis von mir, dieses Bild ist viel später, also diese Bauten sind viel später entstanden. Der erste Flüchtlingsschub, der kam, da kam ein kurzer Anruf zum Ortsteilbürgermeister. Es gibt Flüchtlinge, wir müssen die auch in Winzerla unterbringen. Und es gibt nur eine Alternative, weil die Turnhalle der ehemaligen Goetheschule nicht genutzt wurde. Wir werden da Flüchtlinge unterbringen. Und dann wurden Gespräche geführt, wie man das machen kann. Dann hat KIJ relativ schnell viele Betten aufgestellt. Also so wie hier abgetrennte Bereiche zu haben, gab es ganz am Anfang gar nicht. Also wurden nur Betten aufgestellt in Größenordnung, Matratzen hingelegt, damit die Flüchtlinge so schnell wie möglich erstmal eine Unterkunft hatten. Das war ja das Wichtigste an der ganzen Sache. Und wenn man dann gesehen hat, die kamen ja alle aus Syrien, ne? Und wenn man dann gesehen hat, wie die Flüchtlinge im Endeffekt auch angekommen sind, zerrissene Schuhe, kaum Sachen mit, ne? Also das war schon dramatisch. Und dann ging es relativ schnell mit Stadtteilbüro, mit der Bonhoeffer Gemeinde, gemeinsam mit Friederike Costa und Christine Karnab, die dann sehr aktiv dort auch waren. Und da muss ich sagen, dort ist etwas entstanden, was ich glaube, ich weiß nicht, wie das in anderen Ortsteilen war, aber wirklich einmalig für meine Betrachtungsweise. Der Flüchtlingskreis, der dort entstanden ist, ist sehr schnell auf, ich denke, gut 100 Leute gewachsen, in einer sehr kurzen Zeit. Ja. Dort wurde gemeinsam gekocht, auch dort drin. Dort wurde gemeinsam gegessen. Ne. Die Flüchtlinge, die wurden dann auch gefragt, ja, wir hätten auch mal gerne das, was ihr in eurer Heimat habt, das Essen. Und dann wurde auf ihren Wunsch ihnen bestimmte Dinge eingekauft und sie haben dort zubereitet. Das muss man sich alles mal dort angeschaut haben. Da wurden Tischtennisplatten aufgestellt in der Mitte des Raums. Dort stand das ganze Essen und jeder konnte dann im Endeffekt sich an der Stelle auch bedienen. Und die Initiative ist wirklich von Friederike Costa von der Bonhoeffer Gemeinde entstanden. Und die hat eine ganz wesentliche Rolle an dieser Stelle gespielt. Das ist das, wo ich immer sage, das ist super, hat sich ganz toll entwickelt. Und wir sind beide dann auch immer wieder abwechselnd. Ich sag mal, wenn ich dann Feierabend hatte sozusagen, so gegen 21 Uhr dann manchmal, ne, dort nochmal aufgeschlagen, geschaut, ob alles in Ordnung ist. Weil, und es gab auch, das haben wir ja auch dann teilweise erlebt, auch von ganz wenigen, aber es gab Bürger, die damit nicht gerade sehr glücklich waren. Und auch Anfeindungen. Und genau da war eine regelmäßige Kontrolle, ich sag mal auch von der Gemeinde und von mir dann auch ganz wichtig, dass da nichts entsteht. Das war eines der wichtigen Schwerpunkte dabei. Also ich glaube, dass die ganze Stadt die Aufgabe gut gemeistert hat in meiner Wahrnehmung. Und ich weiß auch, dass Winzerla, aber auch Neu-Lobeda sehr viel Anteil daran haben, dass die gesamte Stadt sich dieser Aufgabe so gut stellen konnte. Ja. Also die Aufgabe der Integration von Menschen, die mehr oder weniger über Nacht kommen und dringend Unterstützung und Hilfe brauchen, weil sie zu Hause nicht mehr wohnen bleiben können. Also der Aufgabe haben sich, glaube ich, alle gut angenommen. Ja, also ich will nur sagen, das, was mir so gefallen hat, die Bonhoeffer Gemeinde hat dann einen Aufruf gestartet. Wir brauchen Sachen. Weil wenn man wirklich Flüchtlinge gesehen hat, ich habe es ja angesprochen, das kann man sich gar nicht mehr heute vorstellen.
Ja? Da kamen Sachen an, das war Wahnsinn. Wir hatten einen Berg von gespendeten Sachen dort, wo jeder sich aussuchen konnte, was braucht er denn eigentlich, was passt zu seiner Größe. Und das waren nicht nur abgetragene Sachen, da kam Wäsche mit an, da kam, also alles Mögliche wurde dort angetragen. Und was ich ganz toll fand, ich will das auch mal an dieser Stelle erwähnen, ich habe damals Herrn Meyer von Intersport angesprochen, es gab, also wenn man das gesehen hat, die Schuhe, das war abgetragen. Manche hatten Sandalen, manche sind barfuß gelaufen. Ich habe ihn angesprochen, ich sage, Herr Meyer, wie sieht es denn aus? Könnten Sie eventuell helfen? Wir würden es auch versuchen zu finanzieren. Also wir würden Spenden versuchen. Ne? So, und dann kam er an und sagte, Herr Gebhardt, kostenlos, fragen Sie ab, welche Größe. Ne? Und wir machen das dann auch. Ne? Und dann muss ich aber auch dazu sagen, da kam er an und dann hatte jeder seinen Turnschuh am Schluss. Ne, es waren noch welche übrig, also die waren alle happy. Das war ganz toll und ich muss auch sagen, es kam trotzdem auch, da muss man auch Jena Wohnen an dieser Stelle noch mal sagen, aus der Vergangenheit heraus. Also dort kamen auch zusätzlich Spenden, ne, dazu, wo wir dann immer wieder gesagt haben, wir können an der einen oder anderen Stelle das finanziell gemeinsam mit der Bonhoeffer Gemeinde auch leisten. Und das war eines wirklich, das war eine super tolle Aktion und das war ja nicht nur ein Durchgang. Wir hatten ja dann danach immer noch mal zwei Wellen im Prinzip, wo Flüchtlinge da waren. Und das ist das Bild, was dann wieder, das wieder gespiegelt hat, wo dann KIJ angefangen hat und gesagt, also wir können die nicht wie am Anfang alle nebeneinander liegen lassen. Da wurden dann die Toiletten noch mal in Ordnung gebracht. Dort wurden wirklich Räume geschaffen, wo jeder separat oder zu zweit separat. Also es war super, was da entstanden ist. Jetzt sind wir 5 Jahre weiter und Tobias Wolfram als Geschäftsführer von Jena Wohnen. Wir haben in Wensala viele Mieter. Wir haben, das wissen wir durch ziemlich umfangreiche Mieterbefragungen, auch zufriedene Mieter. Welche Bedeutung hat denn der Stadtteil Wensala für Jena Wohnen? Ja, also, Entschuldigung, die Hälfte unserer Bestände liegt in Lobeda und ungefähr ein Viertel in Wensala, um es so zu sagen. Und der Rest ist dann übers Stadtgebiet verteilt, Zentrum, Nord, Ost, West. Also ein Viertel unserer Bestände, das ist eine ganze Menge. Wir haben ja 14.000 Wohnungen, 14.500 Wohnungen in unserem Bestand, also ein Viertel davon. Da gibt es manchmal Gesellschaften und Genossenschaften, die haben nicht so viel. Also das ist eine ganze Menge, das ist ein ganz wichtiger Standort für uns, den wir auch im Blick haben. Und es ist auch der jüngste Bestand, den wir in unserem Portfolio haben, also in unserem Wohnungsbestand haben, jetzt mal abgesehen von dem Neubauprogramm, was jetzt gerade erst fertig geworden ist. Ja, und natürlich ist es so, dass das jetzt auch schon 50 Jahre Wensala, also einige Sachen davon von den 50 Jahren sind im Bestand, aber im Wesentlichen sind so die 80er Jahre Bauten im Fokus. Und die haben, das will ich auch dazu sagen, bautechnisch für uns aus der Geschichte heraus einen relativ hohen Stand, weil das größtenteils WBS 70 Bauten sind, die schon über eine Wärmedämmung verfügen. Das heißt, die sind natürlich jetzt auch mit 40 Jahren Standzeit teilweise auch ein bisschen in die Jahre gekommen, aber sie haben einen ganz guten Standard. Und für uns spielt das natürlich auch eine wichtige Rolle, diese Bestände auch weiterzuentwickeln. Wir haben nach der Wende dann ein großes Programm gefahren, in dem wir die Dächer erneuert haben und auch alle Fenster ausgetauscht haben, was natürlich auch maßgeblich zu einer besseren Wohnqualität mit beigetragen hat. Und wir sind aber auch in Wensala dabei, in einem Prozess zu schauen, wie können wir auch in den nächsten Jahren diese Bestände weiterentwickeln. Und das, was wir in den letzten Jahren in Lobeda, in unseren älteren Beständen erlebt haben, dass da eben auch Neubauten entstanden sind, das muss ich sagen, kann ich mir auch für die Zukunft in Wensala gut vorstellen. Das muss man gut kommunizieren, da muss man in Ruhe drüber nachdenken, wo ein geeigneter Platz ist. Wir erleben das ja in den Diskussionen und wir finden das auch in dem Buch wieder, wie das mit den ersten Blöcken so war und dem Alt-Wensala, also dem Dorf, wie da direkt die ersten Blöcke entstanden sind. Und da muss man gut und in Ruhe drüber nachdenken, bevor man dann wirklich die Idee entwickelt. Ja. Zumal wir ja wissen, einerseits von Friedhelm Gebhardt, andererseits aber auch von Herrn Ihle interessanterweise, es gibt in der Regel Dreiraumwohnungen in Wensala und dann relativ kleine Vierraumwohnungen. Und es gibt den Bedarf nach Wohnungen mit 4, vielleicht sogar 5 Räumen. Ja, und das ist natürlich auch eine Aufgabe, der wir uns zukünftig da stellen müssen.
Das ist das eine, die Familien. Die WG Carl Zeiss hat das auch toll vorgemacht, was da möglich ist mit den sehr umfangreichen Neubauten in der Bauersfeldstraße beispielsweise. Das ist das eine Klientel, wo ich sage, das ist auch wichtig für den Stadtteil, dass diese Familien da einen Platz finden, damit eine Durchmischung da ist. Und das andere ist natürlich auch die älteren Menschen. Wir haben einen demografischen Wandel in der Form, dass viele Mieter eben 65 plus sind, also im Rentenalter sind. Auch in Winsala trifft das für unsere Mieter zu und die müssen wir im Blick behalten und da müssen wir schauen. Jetzt haben wir in Winsala, das ist ja gerade angesprochen worden, diese sechsgeschossigen Bauten, die in der Regel pro Geschoss ja zwei Wohnungen haben, zwei Eingänge, also das sind immer 12 Wohnungen. Und das ist natürlich was anderes in Loberda, wenn man 10 oder 11 Geschosse hat, da ist das auch anders mit den Aufzügen realisiert. Das heißt, das ist schon auch für uns eine Frage, wie können wir diesen Bedürfnissen entgegenkommen? Die Lösung ist jetzt nicht, an jeden Eingang einen Aufzug anzubauen, aber wie kann es uns gelingen, dass die Menschen wie Herr Ihle, die lange in ihren Wohnungen wohnen und sich ja auch mit ihrem Haus und ihrer Hausgemeinschaft sehr intensiv verbunden haben, dann so abzuholen, dass sie in ihrem kleinen Quartier, sage ich mal, auch bleiben können. Das sind wichtige Aufgaben, mit denen setzen wir uns auseinander. Und auch da kann ich mir vorstellen, wie an anderer Stelle, dass man vielleicht auch mal einen Neubau macht, wo man eben dann für die älteren Menschen auch ganz gezielt auf solche Bedürfnisse reagiert, damit sie in ihrem Stadtteil weiter wohnen bleiben können. Ja, vielen Dank. Frau Dr. Fleischhauer, Sie haben Winsala sozusagen auch durch Stethoskop beobachten können. Was sind denn die Veränderungen in Ihrer Wahrnehmung in den letzten Jahrzehnten gewesen? Vom Patientenklientel. Ich habe ja nun praktisch über 30 Jahre Patienten betreut. Viele sind mit mir alt geworden oder halt noch älter. Das Patientenklientel hat sich ein bisschen gewandelt. Also in den 80er Jahren waren in diesen Neubauten waren viele Familien über Zeiss von der Universität, also viele Kollegen von uns, die haben dort gewohnt, die sind alle weggezogen. Die sind irgendwo, haben Häuser gebaut oder haben sich irgendwo Wohnungen gekauft. Das Klientel ist ein anderes. Es ist ein, ja, die Arbeitslosen, die dann in den 90er Jahren, die es gab, die sind natürlich aufgrund der günstigen Mieten dort wohnen geblieben und deren Kinder und jetzt schon wieder Kindeskinder. Da ist so eine Generation, die nach wie vor dort wohnt. Aber insgesamt hat sich das verändert, auch vom Patientenklientel. Also ich hatte, jetzt hat die Praxis ja mein Sohn, der hat das ja 2015 übernommen. Viele Ältere sind teilweise zu den Kindern gezogen. Also das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe. Es gab ja, das wurde ja 87, 86 und 90 sind noch so altersgerechte Wohnblöcke gebaut worden in der Schumerusstraße 13. Das hat sich, da hat sich ja auch das Klientel oder die Mieter, das hat sich auch geändert. Und das andere war an der Siemsenstraße 2. Da habe ich dann zu DDR-Zeiten schon angefangen, dort extra Sprechstunden zu halten. Das hat sich auch verändert. Vielen Dank. Doris Weiland, Frau Dr. Fleischhauer hat gerade eine Jahreszahl genannt oder ein Jahrzehnt genannt. Das war nicht ganz einfach, das waren die 90er Jahre. Mhm. Es gab wirklich für sehr viele Menschen große Veränderungen und die haben bei dem einen oder anderen auch zu Konflikten und Verwerfungen geführt. Auch in Winsala. Und wir haben uns natürlich überlegt, nehmen wir dieses Kapitel mit ins Buch, ja oder nein? Und wir haben relativ schnell eigentlich sofort gesagt, selbstverständlich, denn es gehört zum Stadtteil mit dazu. Also es ist die Rede von der Gründung oder sagen wir mal von der Zusammenkunft des NSU. Die hat ja nun im Winsala definitiv stattgefunden, im Winzerclub. Es gab damals eben die Räume, es gab diese doch sehr hohe Arbeitslosigkeit, auch in Jena. Es gab große Hoffnungslosigkeit durch die Schließung vieler Betriebe. Und da hat sich sozusagen in verschiedenen Ecken irgendwie, hat sich da vieles zusammengefunden und eben teilweise auch unbeachtet. Und das war eben in Winsala tragischerweise, waren das die Rechten, die dort doch Fuß gefasst haben. In dem Buch haben wir ein Kapitel von zwei
Autorinnen, die im NSU-Untersuchungsausschuss des Landes Thüringen mitgewirkt haben. Und die haben beide das Ganze nun über viele Jahre, sind auch sehr engagierte Autorinnen, Katharina König ist dabei, die natürlich über viele Jahre das ganze Spektrum kennen, was sich da auf der Straße und auch im Untergrund bewegt hat. Und die das sehr gut zusammengefasst haben in dem Artikel. Und es geht faktisch um diesen Winzerclub. Damals gab es dort Freiräume. Es gab eine bestimmte Form von Jugendarbeit, die war nicht nur im Winzerlab populär. Das war eben damals eine Form, diese sogenannte akzeptierende Jugendarbeit, dass man also versucht hat, die Leute zu verstehen. Und das war sicher der falsche Weg aus heutiger Sicht betrachtet. Aber damals fanden eben die Sozialarbeiter den Weg richtig. Was sie völlig aus dem Auge verloren haben, ist, dass die sich dort in aller Ruhe zusammenfinden konnten und dann eben auch noch Kameradschaften und alles, was sich sozusagen dann an Vereinigungen rechtsradikal gebildet hat, da auch noch mit ein- und ausgegangen ist. Also wo ich sagen würde, verstehen muss man es, akzeptieren muss man es nicht. Nein, und wir haben ja jetzt auch drin, es gab ja jetzt kürzlich erst, ganz frisch, die Gedenktafel und die Nennung des Platzes für Enver Şimşek. Und das ist also auch drin. Und da hat ja der Winzerler Ortschaftsrat beschlossen, dass ein Platz im Winzerler danach genannt wird, hat sich bewusst zu dieser Geschichte bekannt. Und das findet sich also auch wieder. Das findet sich wieder. Ich bin dann auch sehr dankbar, dass wir das so aufnehmen konnten. Und dass es jetzt sozusagen den Versuch gibt, das Geschehen sozusagen, diejenigen, die gelitten haben unter dem NSU, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stellen und nicht mehr die Täter. Ja, ein Gedenken in angemessener Art und Weise. Wie könnte denn Winzerler in 50 Jahren aussehen? Also vielleicht nochmal zu der Bürgerschaft. Ich fand es sehr toll, dass Bürger diesen Vorschlag gemacht haben. Das hat, als wir den Platz hier eingeweiht haben, hat die Familie auch sehr hoch anerkannt. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Und wir haben es dann im Ortschaftsrat ja dann wirklich bewusst einstimmig, da gab es null Diskussion, vorangetrieben. Und es war auch gut so, dass wir es jetzt auch hatten. Ja, Winzerler in 50 Jahren, das wird nochmal, denke ich mir, auch an der Stelle ein ganz spannender Teil, weil wenn die Stadt, man muss ja auch mal von der Gesamtstadt ausgehen, wenn die Stadt wirtschaftlich so bleibt, wie sie ist, sich auch weiterentwickelt, ja, dann glaube ich schon, wird Winzerler ein großer Sprung in der Zukunft bekommen. Wir werden nicht unbedingt mehr Einwohner haben. Wir könnten zwischen, wie es jetzt ist, 10.000, vielleicht 12.000 bleiben. Herr Wolfram hat es ja auch angesprochen. Das eine oder andere wird sich in Winzerler bestimmt auch ändern, muss sich zwangsläufig ändern, weil gerade an der einen Stelle, wir hatten ja schon mal beide das Gespräch, wo nur Dreiraumwohnungen sind, was an der Osmaritzer Straße ist, dass man darüber mal nachdenkt, muss ich da was verändern, um auch eine Durchmischung von Jung und Alt zu bekommen. Das ist, denke ich, auch ein Aspekt, der ganz, ganz wichtig für die Zukunft ist. Aber ich denke, dass Winzerler weiterhin ein Anziehungspunkt bleibt. Wir merken das ja auch, die in Winzerler wohnen, lange wohnen dort, weil es ja ein grüner Stadtteil ist. Das wird auch immer wieder angesprochen von denen, die zu uns kommen. Also wie jetzt der Seniorenbeirat der Stadt war mal in Winzerler und wollte mal eine Begehung mit dem Ortsteilbürgermeister machen. Wir haben uns das in Ruhe alles angeschaut. Es gab Teile, die haben gesagt, das wussten wir alles gar nicht. Die waren platt, also sie waren so überrascht, wie schön Winzerler an dieser Stelle auch liegt und wie herrlich das auch aussieht in unserem Ortsstadtteil. Wenn ich es richtig weiß, gibt es einen Herzenswunsch des Ortsteilbürgermeisters? Ja, der gehört auch dazu. Ja, ich denke, weil wir ja auch viele Vereine haben. Und wir haben auch das Stadtteilbüro, was, ich sag mal, wenn man die Ansprüche an ein Stadtteilbüro stellt, ne, relativ kleine Räume sind. Wir haben eine Bibliothek, ne, die wirklich auch anerkannt wird, ne, und sehr stark nachgefragt wird. Dort ist Nachhilfe da. Das heißt, dort müsste perspektivisch ein Bürgerzentrum auch in Winzerler entstehen. Ideen dazu gibt es. Und ich hoffe ganz stark, dass die Stadt spätestens bis 2023, das ist mein Wunsch,
den ich habe, auch an den Oberbürgermeister, wie auch an den Dezernenten Stadtentwicklung, dass wir da spätestens 2023 ein Bürgerzentrum bekommen, wo sich das Leben dort auch, das Zusammenleben dann auch wirklich mal organisieren kann, dass wir da einen großen Raum haben, der ja auch im Winzerlaa fehlt. Ja, wo wir beispielsweise Veranstaltungen durchführen, wo wir Bürgerversammlungen durchführen können. Das findet zurzeit alles in einer Aula statt. Ich wandere, zurzeit geht gar nicht mehr in der Schule, weil ja alles zu ist. Und ich denke, da muss eine Lösung her. Und das ist, ich sag mal, mein persönlicher Anspruch, solange ich Ortsteilbürgermeister noch in Winzerlaa bin. Und es gibt eine Zeit, das weiß man schon, ich werde aufhören. Aber das möchte ich gerne vorher noch haben. Vielen Dank, Friedhelm Gebhardt. Das wäre ein Vorausblick und Wünsche für die nächsten Jahre, die über das Jahr 2021 hinausgehen. Andreas Mehlich, vieles konnte dieses Jahr 2020 nicht stattfinden wegen Corona, was aber zum Jubiläum des Stadtteils gehört hätte. Es wird vieles nächstes Jahr versucht nachzuholen. Wenn unsere Zuschauer Interesse haben, sich zu informieren, wann was passiert, wo gibt es die Informationen? Ja, also wir hatten ja für dieses Jahr auch schon so einen kleinen Flyer entwickelt, einen vierseitigen, wo die ganzen Veranstaltungen aufgelistet wurden jetzt, und das geht an alle Haushalte. Wenn, dann wird es auch wieder sowas geben, und wir haben uns entschieden jetzt, seit Corona, wie geht es weiter, also mit dem wieder anzufangen, mit dem wir aufgehört haben. Also wir wollen hier anknüpfen und nichts auslassen, weil die Zeitzeugen gibt es, einige sind schon auch im höheren Alter, die einfach nochmal zu Wort kommen zu lassen. Die Frage ist, wie? Also wie können jetzt so die Erzählcafés gestaltet werden, in welchen Räumlichkeiten? Da ist eine ganz konkret die Aula der Galileo-Schule, die für uns die einzigste Möglichkeit sein würde jetzt von der Größe her, wo die Abstandsregeln alle eingehalten werden können, dass wir da ein Hygienekonzept genehmigt bekommen dann und das dann dort live machen. Ansonsten, wenn das jetzt, wie auch immer sich die Lage entwickelt, dann eben über digitale Lösungen nachzudenken, so wie wir hier vielleicht dann mit den Zeitzeugen dann ins Gespräch zu kommen und das digital zu übertragen oder aufzuzeichnen. Ja, und was wir noch eine Sache, die jetzt dazu kommt jetzt, also ob es den Tag der Städtebauförderung, der ist ja bundesweit, ob dann jener sagt, ja, wir wiederholen das, und das Schwerpunkt ist nochmal Winzerlaa, das kann ich jetzt nicht für die Stadt sprechen. Aber für uns, aus unserer Sicht, sind noch nicht alle Geschichten erzählt. Wahrscheinlich werden sie auch nie alle erzählt werden. Aber da gibt es noch ein paar, und wir haben den Fokus jetzt gelegt auf die baugebundene Kunst. Unter anderem eben die Flößerplastik war die baugebundene Kunst. Die wurde eben aus der Gesamtbausumme, gab es eben Gelder, standen zur Verfügung, über die eben baugebundene Kunst finanziert werden konnte. Und da gibt es zum Beispiel die Sibylle. Ja, also was symbolisiert die Sibylle, Schrödingers Katze? Also die Geschichte auch mal zu erzählen, was hat sich die Künstlerin da im Konkreten gedacht? Oder Wittich Großkurt, dann diese Plastik, in welchem Rahmen entstand das? Also dass wir da nochmal eine Broschüre auflegen, die das Themenfeld beleuchtet. Das ist ein wunderbarer Ausblick aufs nächste Jahr. Ich würde gerne das letzte Wort an Herrn Ihle wiedergeben mit der Frage, Sie sind 1970, 71 eingezogen, Sie wohnen gerne in Winzerlaa, würden Sie es wieder so machen? Ich würde noch einmal, ja. Herzlichen Dank an die Gäste in dieser Runde, an Herrn Ihle, Tobias Wolfram, Doris Weiland, an Frau Dr. Fleischhauer, Andreas Mehlich und den Ortsteilbürgermeister Friedhelm Gebhardt. Das Buch gibt es sozusagen ab Anfang Dezember im Stadtteilbüro, in den Servicecentern von Jena Wohn und im Buchhandel. Vielen Dank für Ihre Zeit. Und wenn Sie sich noch mal fragen, was macht der blaue Hintergrund hier eigentlich? Wir haben Corona-gerecht diese Zeit genutzt, haben hier im Abstand gesessen und wir wären gerne zu Ihnen gekommen, ist aber so nicht machbar. Wir holen vielen von den Festlichkeiten, Veranstaltungen, die für dieses Jahr geplant waren, nächstes Jahr gemeinsam gerne nach. Vielen Dank fürs Dranbleiben, vielen Dank fürs Zuschauen. Herzliche Grüße, mein Name ist Gunnar Poschmann. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag.